ich bin der Christian von Sonoro. Und ich bin Christina von Buschjäger. Heute möchten wir euch gerne zeigen, welche neuen Möglichkeiten mit den neuesten Audioprodukten aus dem Hause Sonoro, nämlich dem Maestro Quantum und Meisterstück Gen 2, zusammen mit Free at Home möglich sind. Christina, was ist eigentlich Free at Home? Wie funktioniert das Ganze? Ja, Busch Free at Home ist unsere smarte Haussteuerung. Das heißt, von der Lichtsteuerung über die Jalousiesteuerung bis hin zur Klimasteuerung oder Heizungssteuerung kann alles miteinander vernetzt werden in Free at Home. Und man hat schnell ein smartes Zuhause. Und das Ganze kann man steuern, egal über App oder über den Smart Home Panel, über einen ganz normalen klassischen Taster und mit dem Sprachassistenten. Das heißt, ich kann einfach per Knopfdruck, per Wort sozusagen, einfach das Haus steuern. Frage ich mich, wenn ich mein Zuhause hier entsprechend neu einrichten möchte, beziehungsweise renovieren möchte oder neu bauen möchte, ist Free at Home da eine mögliche Option für mich? Absolut. Denn Free at Home ist nicht nur für den Neubau gedacht, sondern auch für den Renovationsbereich. Das heißt, ich muss keine Wände aufschlitzen oder neue Kabel verlegen, sondern ich kann einfach den alten Schalter mit dem neuen Schalter wechseln und habe schon Free at Home. Ja, dann sprechen wir doch einmal über unsere Audioprodukte. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hier mit Free at Home zu Hause ganz unkompliziert unser Zuhause smart zu machen und darüber natürlich hinaus unsere Audioprodukte mit einzubinden. Schauen wir einmal auf unser Maestro Quantum und Meisterstück Generation 2, unsere zwei neuesten Produkte aus dem Hause Sonoro. Sie zeichnen sich natürlich für die typischen Klangeigenschaften von Sonoro aus. Darüber hinaus ein sehr, sehr schönes Design, wie man hier sieht, mit einer schwebenden Front, ein Aluminiumteil, was aus einem Guss geschnitten ist. Und natürlich die einfache Bedienung. Ich habe hier die Möglichkeit, verschiedenste Quellen und Funktionen abzurufen, wie zum Beispiel AirPlay 2, CD, HDMI, ARC, wenn ich meinen Fernseher anschließe, Tidal Connect, Spotify Connect und vieles mehr. Das bedeutet, ich kann hier ganz einfach und unkompliziert meine Lieblingsmusik abrufen und das mit dem Free at Home System verbinden. Ich kann somit also über Free at Home unsere Sonoro Audio Produkte per App, über ein Smart Home Touch Panel, über einen Schalter oder per Sprachsteuerung bedienen und das Ganze mit Szenen hier entsprechend kombinieren. Aber Christina, was genau sind Szenen? Wie funktioniert das Ganze? Eine Szene heißt in Free at Home, man kann alles miteinander verknüpfen, was in Free at Home ist, sodass man, egal ob es die Lichtsteuerung ist, das Jalousiemanagement oder auch die Heizung, miteinander vernetzen kann. Und was fehlt natürlich jetzt? Unsere Audioprodukte, um einfach schön Musik zu Hause zu genießen. Genau, das heißt, ich kann jetzt auch die Musik mit in eine Szene integrieren. Und meine persönliche Favoritenszene ist die Guten Morgen-Szene. Das heißt, ich kann ganz automatisiert morgens um 7 Uhr die Szene starten lassen und dann fährt die Jalousie, mein Licht wird hochgedimmt und was passiert natürlich? Meine Lieblingsmusik läuft. Absolut. Und das ist das Schöne in Free at Home, dass man ganz einfach eine Szene anlegen kann. So, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick geben, wie unsere neuesten Audioprodukte aus dem Hause Sonoro zusammen mit Free at Home funktionieren. Ja, wenn ihr weitere Informationen benötigt, schaut doch gerne auf unsere Homepage sonoro.com nach oder auf www.buschjäger.de.